Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Captain of Industry. Leute, in der letzten Folge haben wir viel mit Bodrum gespielt und das ist auch gut so. Allerdings, es türmen sich wieder die Probleme noch und nöcher. Wir haben, ich habe das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren lassen, Leute. Ruh, ruh. Und streng genommen müssen wir was gegen unsere Umweltpest tun, um den ganzen Lachs hier vernünftig am Laufen zu halten. Lebensmittelcheck. Wasser, temporär Check. Ja. Ich habe auch einfach, glaube ich, zu wenig Wassertanks, um wirklich in einer ernsten Krise entgegenzuwirken. Ja, das Eisenerz ist ganz gut, aber im Groben und Ganzen, ja, das Terraforming, das nimmt schon gut Gestalt an. Wir haben hier bald eine Riesenfläche, wo wir mit arbeiten können und auch arbeiten werden, tatsächlich. Und ich glaube, ich habe ein bisschen viel Erde hier in die Ecke oder hier generell da rein verbracht und das ist, glaube ich, ein bisschen scheiße. Aber es spielt keine Rolle. So, wir müssen wieder. Wir haben also echt viel vor der Brust eigentlich, Leute. Wir haben echt viel vor der Brust und da sollten wir dran arbeiten. So, dann wollen wir mal mit unserem Schiffchen trotzdem dieses Saatgut holen. Denn Obst halte ich für eine absolut schlaue Sache, dass wir Obst mit aufnehmen. Wir haben Brot noch und nöcher. Brot ist da. Wir haben Kartoffeln zu wenig. Und wenn wir jetzt hier noch Obst mit aufnehmen, weil jetzt die Obstsaat haben. Schiff im Kampf, das schauen wir uns gerne an. Guck mal hier, gleich abgefackelt, eingeschützt, wunderbar. Ja, so, was haben wir hier? Die Zuckerrohrsaat haben wir jetzt geholt. So, du kannst gerne zurück nach Hause, würde ich sagen. Und dann haben wir hier gerne, können wir hier die Reparatur tatsächlich gerne beginnen. Wenn wir den Grundwasserbrunnen haben, das wäre im Zweifelsfall Wasser liefern. Ja. Ansonsten, ihr seht, guck mal hier, unsere Stadt steht auf so einer Fläche. Wir haben die Fläche hier fast nochmal. Ja, und ich möchte gerne daran arbeiten, dass wir die Industriezweige so ein bisschen, ja, on point kriegen. Ne, so wie wir dieses eine riesen Wirberkonstrukt aufgebaut haben. Dass wir dieses Wirberkonstrukt nach hier, wenn geht, erweitern. Weil hier haben wir Kohle, hier haben wir das, ne, hier geht's weiter. Gut, Kohle ist denn nachher eine Anfahrt. Hier haben wir Kupfer, hier haben wir Sand, hier haben wir Kalkstein, wir haben hier alles. Und unsere Stadt erstmal denn hier aufbauen. So würde ich das jetzt erstmal schätzen. Und dann hier wirklich, ja, unsere Stadt eben aufbauen und gegebenenfalls Hafen machen. Ne, also den schubsen wir dann auch darüber tatsächlich. Und dass wir dann hier unsere Handelshäfen machen und dann, dass wir hier diese Frachtgeschichte durchaus weitermachen können. Das ist ja auch schon alles bald fast soweit. Wir haben uns tatsächlich sehr viel mit Terraformen beschäftigt. Guck mal, hier ist die nächste große Fläche. Ja, hier können wir dann nachher alle nebeneinander. Dann können wir wieder alle nebeneinander. Ja, und bauen uns dann hier hinten vielleicht ein kleines Wasserkonstrukt auf, damit wir halt, ja, so ein bisschen nutzen können. Ja, auf jeden Fall, die Insel ist zwar sehr groß, aber durch diese ganzen hin und her und hast du nicht gesehen, gut, hier oben ist ungenutzte Fläche, vielleicht da. Hier könnten wir auf jeden Fall noch ein bisschen, ja, Farm betreiben. Guck mal hier, das machen wir auch alles schön gerade mittlerweile schon wieder. Haben wir die Erde schön zwischengelagert, holen wir uns jetzt wieder. Und dass wir hier mal zu Potte kommen. Ich möchte ja die Insel gerne hier so richtig schön. Wir machen hier richtig schön kantige Scheiße draus. Ne? Das ist ganz klar so. Aber alles zu seiner Zeit.
Meine jetzige Idee ist erstmal, dass wir nochmal einen Schiffsdock bauen. Frachtebo mindestens 4. Genau. Ja. Also wir sind nah dran. Aber halt nicht nah genug. Wir könnten temporär das Frachtdock auch hier ran knallen. Und das Schiff eben von der Seite reingedönert. Würde jetzt gehen. Und das können wir ja dann umlegen. Ja, das ist ganz einfach so. Bäm. Gut, Frachtdepot 4. Ja, völlig gut. So, hier haben wir es bald geschafft. Dann wird nämlich die Erde, die wir jetzt hier verteilen, die würde natürlich im ganzen Bereich gerne bitte aufgeholt. Ja, und zwar in diesem ganzen Bereich hätte ich denn schon gern die Erde. Ja, dass wir einfach zügig zu Potte kommen. Genau. Hauen wir schon mal alles raus, was geht. So. Sehr schön. So. Gut, gut. Haben wir eine große Fläche zur Verfügung. So, das sieht ja auch alles riesig phänomenal gut aus. Mit den bisschen Ressourcen, die wir denn hier noch haben. Ich würde ganz gerne die Kohle wirklich vollständig abbauen. Aber das ist mir hier vorne gut gelungen. Das wird mir hinten auch gut gelingen. Das ist ganz einfach so. Herrlich. So, und dann sind wir doch schon gut am Arbeiten, dass wir das wirklich schnell hinkriegen. Da haben wir ordentlich Platz. So. Minus 35 Arbeiter schon wieder. Das ist natürlich nicht gut. Na, woanders kriegen wir, glaube ich, keine Arbeiter. Jetzt könnten wir mal handeln. Das ist ja ein Ding. Da gibt es unendlich Frachtschiffe. Da würde ich schon ganz gerne aber noch erst die hier nutzen. So. So. Kein Modul, nichts, gar nichts. Wir könnten das jetzt hier erstmal als Notwasserversorgung nutzen. Und den auch ganz gerne. So, Schiffspanzerung 2 ist ein bisschen abgeschlossen tatsächlich. Schiffspanzerung 2 fortsetzen. Das ist ja nun wirklich, das kommt an und ist instant weg. Zack, erledigt das Ding. So, neues Frachtschiff entdeckt. Haben wir am Start. So.
Unser Schiff dommelt da noch rum. Da haben wir ein Schiff mit Kampfwertung 470. Und dann könnten wir... Ah! Du Schlingel! Jetzt fährt er dahin. Ich könnte... Das wird wohl nichts klappen. Das wird wohl nicht klappen, sagen wir es mal so. So. Grundwasserbrunnen. Warte auf das Schiff, um sie einzubauen. Ja, das Schiff wird wohl jetzt nicht zurückkommen. Das wird wohl nichts werden, weil wir schon angeschlagen sind. Obwohl. Ja, weil die Knarre, die 66er, ist kaputt. Uns ist auch was kaputt. Hurra. Jetzt knallt unser Schiff nicht doch noch dahin. Ich meine, das war eine 180er Kampfwertung. Da lachen wir drüber, aber trotzdem. Ne? Aber trotzdem. So, guck mal, hier können wir spenden. Hier können wir nicht mehr spenden. Hier haben wir schon Ruf 4. Hier können wir aber spenden. Und wir... So. Zack, erledigte Ding. Quarzabbau, hurra! Ne, also jetzt haben wir Quarzabbau tatsächlich bekommen. So, und jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir auch den ganzen Bums, den wir jetzt alles bekommen, die Siedlung schön hoch machen, schön guten Ruf rein. So, da kommt unser Schiff wieder. Oh, sehr flott, ne? Ja, übrigens ist es tatsächlich so, ja, dass wenn man ein Schiff sieht, dass sie tatsächlich solche Leuchten haben, und je nachdem, wie sehr du was siehst, kannst du dann schon wissen, in welche Richtung das Schiff fährt. Ja. Rot ist dann immer Backbord und grün ist immer Steuerbord, ja, in Fahrtrichtung des Schiffes. Und wenn du jetzt grün links und rot rechts siehst, dann weißt du, okay, es kommt dir entgegen. Wenn du es andersrum siehst, dann weißt du, aha, es fährt von dir weg. Ja, das ist so richtig geil gemacht. So, nicht genug Einigkeit, das ist gar kein Problem. Wachstumspause können wir mal wegmachen. Industrielle Verordnung, ich habe ja Wassersparen gesagt. No, der Landwirtschaftsbonus könnte weg. Das reicht auch schon. Ne, das reicht schon, das ist okay. Damit haben wir wieder genügend Einigkeit für all so einen Scheiß. Und das passt schon. Wie sieht es denn hier aus mit unserer Aufschüttung? Hm? Alles im vollen Gange oder was? Achso, hier vorne, ja, fresh. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder Fahrzeuge verschrotten. Ne? Das ist immer wichtig, dass wir auch mal an uns denken. Und ich würde jetzt tatsächlich versuchen, einige Fahrzeuge tatsächlich jetzt loszuwerden. Ein noch irgendwo gefunden. Ein gefundenes Fressen hätte ich gerne noch. Aber ach, komm. So, und dann natürlich erstmal wieder 5 große gebaut. Nicht wahr?
So, sehr schön. So, das Grabeteam 1 ist ready und hat es hier alles schön platt gemäht. So, Grabeteam 1, das habt ihr sehr gut gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, deswegen ist es so. Ja, Grabeteam 1. Zack. So. Dann müssen wir den Bereich erstmal editieren. Und dann würde ich jetzt tatsächlich mich noch ranarbeiten. Ist so, da so. Und da dann erstmal. So weit wie es geht, auf eine 2 rangehen. So ungefähr. Ne? Dann haben wir das auch so ziemlich abgeschlossen. Guck mal, jetzt haben wir hier so eine breite Landzunge. Alles voll. Passt ganz eigentlich ganz gut. Sehr schön. So. Schon wieder nicht genug Einigkeit. Ich könnte kotzen. So, beladenes Schiff starten. Grundwasserbrunnen. Schon wieder nicht genug Einigkeit. Es ist zum Kotzen. So, 20% mehr an Wartung. Insgesamt reduzieren würde ich aber noch drinnen lassen. Einen kleinen Moment. So, Bevölkerung haben wir ja nicht am Start. So. Ladevorgang Grundwasserbrunnen abgeschlossen. Dann würde ich tatsächlich sagen, liefer mal die Fracht aus. So, unsere Gesundheit ist aber wirklich wegen dieser ganzen Luftverschmutzungsscheiße relativ weit unten. Wir haben ja auch, na wohl, hier haben wir eigentlich fast nirgendwo. Wir haben hier Abgase und Abgasfilter, Bergbau Kupfer. Ja. Bergbau Kupfer hat da vollkommen recht. Ne, wir müssen dort mehr Abbau machen. So, wir gucken erstmal wieder bis 12 runter. Ja, ist so geil, ne? Dass wir auch immer keine Arbeiter haben, ist es auch schon ein bisschen nervig. Wir haben keine Einigkeit. Es ist zum Mäusemelken. Warum haben wir denn? Ich habe doch schon so viel Einigkeit jetzt gespart. Verdammt, warum geht die Scheiße jetzt so richtig hart baden? Mann, das ist ein Hin oder ein Her, ein Hickhack im Quadrat. Überinsel brauchen wir, Sägewerk brauchen wir, Leuchtfeuer brauchen wir, Forschungslabor nervt, Grundwasserbrunnen gut, okay. Grundwasserbrunnen braucht jetzt eigentlich noch nicht laufen. Ist nur so ein nice to have Ding. So, dann zurück nach Hause. So. Beladen des Schiffes starten.
Nacht, Wasser. So, dann würde ich hier jetzt ganz erstmal ja, will ich da wirklich Wasser rinkloppen? Oder will ich Wasser inselmäßig nochmal abchecken? So, wir brauchen Arbeiter. Bitte Gesundheit, das schwankt hoch, das schwankt runter. Ist ganz schön frech. Achso, Einigkeitsbonus 50%, mit Haushaltswahn 100%. Manchmal ist mich dies ein Rätsel. Man sorgt für alles, man ist aber trotzdem irgendwie an der untersten Kante. Ein kleines Mini-Frachtschiff. Wollen wir das Frachtdepot 2 verbessern? Nee, komm. Nee. Wir machen es doch nicht. Am Ende fährt er hier nicht mehr. Obwohl, das ist schnell auf ihm übergeschwuppt. So, Wasser. Frachtschiff Oil. Das ist Frachtschiff Kotz. So. Wie klappt es denn nun mit der Erde? Leute. Krieg jetzt mal ein bisschen was. Guck mal hier. Nur oberflächlich ein bisschen, oder? Nee. Oh, der fährt doch jetzt nicht wieder hier. Komm. Er hat schon so viel. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Eigentlich ist es scheiße, weil wir warten echt einen Haufen Zeit ab. So, der ist hier gleich erledigt. Ja. Ich würde sagen, dann breiten wir uns einfach weiter in die Richtung aus und machen das wirklich so groß wie es geht. Singen wir das hier und dann rüber. Das wird denn die größte Aktion, die ich gerissen habe. Oder wir sagen wirklich, wir machen nicht die Kante, wir nehmen jetzt hier die Kante einfach an. Aber es ist trotzdem noch das meiste, was ich jemals gemacht habe, weil ich muss echt eine Menge aufschütten. Ne? Oder wir schütten hier zu Ende. Hier lang, da runter.
Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, was ich hier jetzt überhaupt tun soll, weil ich einfach zu viele Baustellen habe. Und es wäre mal geil, wenn wir auch mal wieder ein bisschen was bauen. Aber es ist überall halt noch so, hier, das wäre jetzt halt die erste Fläche, die ich wirklich benötige, die fertig ist. Und ich glaube, Leute, ja, die machen wir fertig. Es ist nichts. Und dann müssen wir diese Piss-Siedlung darüber legen. Dann müssen wir gucken, dass die Siedlung ordentlich Wasser kriegt. Ne? Dass wir die Siedlung, keine Ahnung, hier oben anlegen, da. Und dann runterbauen, pack, kack, 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 Siedlung. Und dann die Siedlung aus dem Landesinneren versorgen. Das ist ganz einfach so. Und dazu müssten die hier erstmal ordentlich fertig werden. Und Bastitscher. Guck mal, jetzt geht das ja mit der Erde auch voran. Da steht trotz seiner 6 LKW immer noch ewig rum, ja. Wird alles rasiert. Alles rasiert. So, unsere 11 Arbeiter. Wir können ja mal nochmal unseren Siedlungsruf verbessern. Spenden auf jeden Fall. Acht ausliefern. Beladen des Schiffes starten. Beladen. Weltkartenreparaturen und Verbesserungen. Wirklich unsere Teile mal raushalten. Guys in the boat. Was haben wir nun gemacht? Was hat das Schiff nun da? So 150. So, du bist 150, Fracht ausliefern, Feuer, tschüss. So, dann haben wir das erstmal erledigt. Vielleicht kriegen wir jetzt mal auch irgendwelche Leute noch mal ein bisschen ran hier. So, wir haben ja keine Einigkeit und es regeneriert sich ja auch nicht. Es regeneriert sich ja auch ja eben auch scheiße. So, wer hat jetzt die 120? Ach, da unten sind die 120. So, macht ausliefern. So, haben wir das erledigt. So, was haben wir denn jetzt an Handelsgeschichte, Handelsverträge auch? Ganzen Sack voll schon, ne? Ich meine, es wird sich jetzt, ich verstehe es nicht, warum es sich nicht wiederholt. Ich verstehe es nicht.
So. Diesel gegen Kalk. Und Schlacke gegen saures Wasser. Glas gegen Kohle. Immer spenden, spenden, spenden. Ah ja, benötigte Materialien 131, macht ja 180. Das ist ja geil. Das ist ja cool, denn bin ich die nämlich auch los. Immer rennen. Fracht ausliefern. Da können wir jetzt auch schon Bewohner aufnehmen, wenn wir denn Einigkeit hätten. Was hat jetzt unser Schiff eigentlich für eine Kampfkraft? 560. Naja. Ist ja schon immerhin krass. Ist ja schon immerhin relativ krass. Achso, und hier können wir Gold gegen Mikrochips. Bleibt dabei. So, das machen wir jetzt erstmal fertig. So, Konstruktionsteile. Ich habe ja hier noch. So, 150. Oh hier, guck mal, hier haben wir nicht mal angekratzt. Ein paar Konstruktionsteile. So, 150 sind da. Da 96. Hier nicht. Hier sind 140. Hier sind ja noch mal dahin. Naja. Ein bisschen schade, dass ich zum Beispiel von hier nicht nach da komme. Also, dass nicht jeder Punkt mit jedem angrenzenden Punkt verbunden ist, wie es ja aber mehr eigentlich der Fall ist. Ne? Das ist ja auch so. So, habe ich erledigt. So, die nächsten 140. So, wie sieht es jetzt hier aus? Können wir auch nochmal spenden. Da will ich gar nichts hinpacken. Hier können wir nochmal spenden. Hier müssen wir nochmal Materiallieferung von 96 machen. Komisch, hier ist Ruf 3 Ende, ne? Ruf 3 und ich kann nichts mehr machen. So, wir haben 140 drinnen. Das macht ihn hier. So, also da wollen wir nicht. Da haben wir 120. Genau. Quatsch. So, hier können wir auch nichts mehr machen. Sind wir auf Ruf 4. Da haben wir jetzt fast alles durchgespendet hin. 120 Konstruktionsteile.
Das ist ja nun wirklich. Die sind ja wirklich billig. Sag mal, das mit den Arbeitern, das erholt sich auch nicht. Sag mal, sterben die alle weg oder was ist mit denen nicht in Ordnung? Einigkeit kommt nicht hoch, Arbeiter kommen nicht hoch. Die ganze Zeit zu wenig Arbeiter. Es ist doch zum Mäusemelken, Leute. Gebäude. So, nehmen wir mal die Reihe noch weg, war. Ja, ich verstanden. So. 120. Müssen wir hier hinten machen. Müsste ja eigentlich locker da hochkommen. Aber ganz locker. So, und dann habe ich noch zwei Siedlungen, die ich quasi beglücken kann. Ja, das ist hier mit 210. Und da mit 96. Siedlung Ruf 0 übrigens. Ist ja spannend und interessant. Aber die 210, die haben wir, glaube ich, noch, ne? Ja, die haben wir noch da. Völlig gut. So, und das ist denn auch Ruf 0 gerade mal. Sehen, was es denn gibt. Verändert sich der überhaupt was oder der Preis oder was ist da los? So, zurück nach Hause. So, dann kann ich jetzt hier endlich mal die 96 Konstruktionsteile. Forschungslabor 4 hat nicht genug Einigkeit. Ja, die braucht nur 0,2, ne? Alter, weswegen geht die Einigkeit denn ständig hoch und runter? Was ist denn? Ach, so eine Grippe. Minus 8. Und das versuche ich so die ganze Zeit so ein bisschen. Achso, nee, das macht ja Gesundheit. Einigkeit. So, Forschungslabor, Leuchtfeuer. Wir hätten hier plus 7,72. Und ein Minus von 5,08. Jetzt rechne ich mir das mal ganz kurz aus dem Kopf. Ach so, diese Plus-Haushaltswaren haben wir nicht. Und Wasser haben wir auch nicht. Wir haben kein Wasser hier oder was? Wir haben kein Abwasser da. Aber was Wasser nicht loswerden. Oh Mann. So. Meine Fresse, nee, noch mal. Erst zu wenig Wasser, dann zu viel Wasser, dann 7 Achtel, 3 Viertel, 6 Neuntel Wasser. Es ist zum Mäusemelken. Wasser too much. Meine Fresse, seh zu, dass du die scheiß Wasser da rauskriegst. Oh Mann. Aber jetzt verbrauchen sie auch kein Wasser oder was? Ach so, weil kein Wasser rausgeht.
Ich könnte kotzen. Also das mit dem Wasser nervt mich total ab. Ich muss ein zentrales Wasserverteilungssystem haben mit einem großen Speicher, wo das wirklich on point an einer Stelle das Wasser gemacht wird, ja, hingepumpt wird und dann die Abnahmestellen dahinter. Das ist ja fürchterlich, weil jetzt habe ich nämlich keinen Stromverbrauch, dadurch keinen Wasserverbrauch und dadurch wie die ganze Butze wieder. Es ist doch zum Heulen. Es ist doch wirklich zum Heulen. Immer im Ernst. Ja, das ist doch wirklich zum Heulen. So. Und ihr sauft nicht, wenn ihr kein Abwasser habt oder was? Das ist natürlich auch wieder ein Rätsel. So, aber jetzt geht es rucki-zucki alles wieder. Letzten Monat auch 56. Ich verstehe das nicht. Also, wir haben jetzt hier keine Eisenplatten oder was? Eisenplatten sind tatsächlich leer. Die habe ich alle leer gebombt. Aber der ist hier fett am Produzieren, hoffe ich. Schlacke ist voll. Hallo. Kann mal jemand hier diese Schlacke entsorgen? Meine Fresse, Mann. Nur hol doch mal diesen Schluck Schlacke ab, ey. Ihr kleinen Versager. Ja, es steht, könnte laufen, aber pff, hört sich keiner drum. Und am Ende, ja, wie konnte das denn passieren? Hallo? Also ich frage mich auch, wie ihr rankommen wollt, aber selbst wenn. Leute. Die Schlacke ist doch voll. Priorität 1. Hallo? Hallo, kann sich mal hier einer drum kümmern? Es kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt sieh zu. Ah. Der ist hier fertig. Erstmal dit ab. Der ist hier fertig. Genau. Ich will Z. Hallo. Der ist hier fertig. Und ich hatte kein Gebiet mehr. Oh Mann, ey. Du ahnst es wieder nicht, wie schlimm die Scheiße immer werden kann. Oh mein Gott.
Tja, so eine Gebiete, die machst du nicht so oft, ne? So. Nicht genug Wartung. Natürlich nicht genug Wartung, weil Schlacke. Jetzt Schlacke wieder abgeholt, jetzt Schlacke wieder P9, jetzt ist alles toll. Schon wichtig. Aber der kracht ja da auch rein jetzt. Ist alles gut. Hallo. Zerbrochenes Glas. Ach so, zerbrochenes Glas ist voll. So, wo ist denn hier meine Glasbude? Hinten schmilzt doch irgendwie Glas rum, oder was? So, jetzt müssen wir hier bloß kurz gucken. Ausgleicher Schüttgut ist da. Ausgleicher für Schüttgut ist doch. Da ist doch Kohle. Ach, wisst ihr was, ey, so eine Scheiße hier. Machen wir den da. So. So, dann machen wir den irgendwie dahin. Und dann machen wir hier. Und hier für zerbrochenes Glas. Da. So, und dann machen wir hier. Dann machen wir hier Priorität einfach. So. Ach, wir haben wieder Einigkeit, was ich verpulvern kann. Ja, das läuft doch. Das läuft doch. So, darf gerne wieder auf P9 zurück. So, passt. Wartung ist wieder 80%. Kleinleister kann das Ziel nicht erreichen. Welches hier hast du denn? Warum? Was willst du denn da? Halt, stopp. Du müsstest dich mal kurz in die Tonne kloppen. Halt, stopp. Du müsstest dich auch mal kurz in die Tonne kloppen.
Achso, ne, der kommt ja noch. Ja, schon mal wieder ein paar Autos weniger. Du müsstest dich mal kurz in die Tonne kloppen. Und du auch. Und du auch. Und du auch. So. So. Grabe Team 1. Fertig gegraben. Grabe Team 1 hat die Rampe gekillt. Und waren die alle außen rum. Ne, ist so gut von Grabe Team 1. Das haben sie doch gut gelöst. Gut. Dann würde ich jetzt erstmal vorschlagen. Na, was würde ich denn vorschlagen? Wir könnten hier hinten das noch begradigen, dass wir hier hinten ready sind. Kohle geht ja bis hier hinten durch, ne? Ja, ne. Oder wir würden im Grabe Team 1 versuchen, die Erde wieder zurückzuholen. So. Wird nichts mehr umhergeerdet. So. Was machst du? So, du bist Grabe Team 2 tatsächlich. Aber ich kann ja den Bereich genauso editieren, wie ich den Bereich editiert habe. Ich kann ja denselben quasi nehmen. Und dann sind die jetzt erstmal unterstützt. Mit ihrer eigenen Baguette. Sehr schön. So, Einigkeit, Gesundheit, alles wieder da, wo es hin soll. So, Hauptkohle hat eine geringe Versorgung von Kohle, ja. Bin ich halb mit d'accord. Du weißt nicht wohin mit der Erde oder was? Habe ich jetzt hier nicht irgendwie Erde? So, alle bitte Erde hier hinkippen. Trotzdem. Kriegt man ja hin, ne? So, verschrotten. 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 Schrotten. So. Du bist noch nicht am Verschrotten. Keine Fahrzeuge zugewiesen. Dann mach doch mal ein paar kleine Laster. Mensch.
Lebt doch der Lachs. Oh Junge, was das hier für ein Ameisenhaufen ist, ne? Aber die werden das schon ganz schön wegmachen. Sehr schön. So, eigentlich müsste ich den hier hinten durch, dass ich so langsam allmählich mal dran denke, ans Erz zu kommen. Ich komme ja bloß Eisen, Kalk, Kohle. Komme hier immer schwer durch. Wieder Eisen. Hier ist Sand, hier ist Kupfer. Also hier in diesem ganzen Halbkreis bis hierhin ist ja, sind ja nur Ressourcen. Ich könnte hier quasi nur noch schräg und dann gerade und dann ran an Gold. Nicht wahr? So, Kohle hat geringe Versorgung von Kohle. Du weißt schon, dass du Kohle besorgen sollst, ja? Ich glaube, hier muss ich jetzt mal wieder zu 2 dran. So, 3, 6, einer zu viel. So, passt. Also muss denn von hierher kommen. Und das ist doch eine schöne Warnung. Ja, ey, Alarm, du hast keine Kohle, noch mehr Alarm, du hast noch weniger Kohle. So, aber es muss ja nun mal alles vollwertig abgebaut werden, das ist ja. Für mich persönlich. Das ist ja so. So, dann kommt der zweite Bagger und der baggert denn hier mit. So, du sollst übrigens hauptsächlich auch Kohle abbauen. So ist das. Oh Mann, was für ein Durcheinander in dieser Folge. Ist ja echt krass eigentlich. So, guck mal, wir haben 15 LKW weggekloppt und haben jetzt keine Fahrzeugteile gerade. Why keine Fahrzeugteile? Why keine Metallplatten? Aber lieber Metallplatten als Wartung. Als waren das. Aber die Kisten laufen ja jetzt. Ist ja alles gut. Es läuft ja. Da kommt auch immer schön Schrott rein. Das passt. Guck mal, unsere Kohlemeldung ist schon fast wieder zurückgegangen. Jetzt mit unseren beiden Baggern. Der Löb der Lachs. Und solange wir hier ordentlich Kohle und Eisen zur Verfügung haben, burn die hier durch, was das Zeug hält. Ah, es sind immerhin 6 Stück, ne? Alter, wenn das nicht passt, dann weiß ich ja auch nicht. Wir könnten das ja mal verbessern. Verbessern. So, und jetzt fahren wir hier mal richtig was weg. Ja. Aber wenn überall ein bisschen was ansteht, dann ist doch toll.
Effizienz 100%. Oh, der ist ja fast. Der blinkt nur immer, wenn die was reinpacken. Ne? Genau. Ja, das, weil ich jetzt hier gerade am Rand abbaue. Sit. So, guck mal, hier am Rand ist aber nichts mehr. Können wir gleich anarbeiten. Jetzt können wir gleich anarbeiten. Nicht wahr? Guck mal hier, und jetzt wird es auch mit der Kippfläche was. Es ist ja ruckzuck alles voll Erde. Und dieses kleine Eckchen, das fülle ich nur auch mit Erde auf. Da habe ich denn auch keinen Klemmer mehr. Das ist schon krass, wie viel Kram ich hier habe, ne? Ja, eine ultra durchwachsene Folge. Sehr schwierig. Ich mache jetzt mal so eine halbe Stündchen oder so. Bis wir da genug Erde und so weiter haben, und dann machen wir die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, es war spannend genug. Ja, war halt echt eine durchwachsene Geschichte. Ja, weil wir halt jetzt echt einfach auf Platz warten, damit wir das, was ich hier im Kopf habe, in den Computer bringen können. Das ist so. Also Leute, wir sehen uns. Tschüssi!